Der Jubel von Cristiano Ronaldo wurde jetzt erklärt. Warum hat Ronaldo so merkwürdig gejubelt, meine lieben Freunde, mit den Armen so verschränkt und man dachte vielleicht, ja, dass er jetzt wieder in Ruhe schlafen kann, innere Anspannung gelöst hat und deswegen jetzt nach diesem Tor so jubelt. Aber es ist tatsächlich ein ganz anderer Grund, Freunde, ein eher lustiger Grund. Und zwar ist es so, dass Ronaldo immer so schläft. Ja, im Tourbus oder auf Flugreisen, wenn sie unterwegs sind, wenn Ronaldo so schläft, dann schläft er anscheinend genau in dieser Pose. Und da gibt es bereits diesen Insider-Witz zwischen Anthony, Casemiro, Dalot und Cristiano Ronaldo. Und deswegen war der Jubel quasi sein Schlafjubel. Ist ja auch interessant, da interpretiert man so viel da rein, ja, interpretiert so viel da rein, was das alles sein kann. Ronaldo, sein Druck gelöst, jetzt sein Meditation-Jubel. Nein, liebe Freunde, es war einfach nur seine Schlafpose im Flieger oder eben im Tourbus. Finde ich aber lustig, wenn die Jungs da solche Späße machen. Vor allem Anthony imponiert mir sehr, unterstützt, wo er kann, Cristiano Ronaldo auf dem Platz mit Körpersprache, aber auch auf Twitter hat er geschrieben, als Ronaldo diese 700 Tore geschossen hat. Was für eine Ehre für mich, ein weiterer großer Meilenstein in einer Karriere voller Errungenschaften und Erfolge, mögen wir das gemeinsam noch mehr genießen. Anthony scheint Ronaldo richtig zu mögen und noch vor kurzem, wo man gesagt hat, Ronaldo bringt schlechte Laune rein, wenn man sieht, wie diese Mannschaft sich für ihn freut, ihn auch einsetzen will, dass er Tore macht, dann kann das nur eine Lüge gewesen sein der Medien, dass Ronaldo verhasst ist bei Manchester United. Eure Meinung in die Kommentare, wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.